Siegfried 62. Guten Morgen, Siegfried. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Hallo Siegfried, hier steht bei mir im Computer Siegfried und Norra. Was ist Norra? Ich heiße mit Nachnamen Norra. Ach, Entschuldigung. N-O-R-R-A. Ach, Entschuldigung. Siegfried ist einmal IE und D. Okay, normalerweise stehen die Nachnamen hier nicht. Deswegen ja, ich bin nämlich auch im Facebook und für das Thema, wo ich spreche, da bitte ich all die Leute, die das nicht glauben können, die können das alle über Facebook sehen. Gut. Siegfried Norra, so weiter. So, okay. Siegfried, weswegen rufst du zu dem Thema an? Was ist ja, deine ich Unglaubliche? Ich bin ein echter Außerirdischer, lieber Domian. Du bist ein Außerirdischer? Ein richtiger, echter. Und Außerirdische haben auch Vor- und Nachnamen? Nein, es ist also, ich habe eine echte außerirdische Seele seit über 32 Jahren. Von welchem Planeten kommst du? Oh, das kann ich. Ich biete dich an, dass du eines Tages bei mir ein paar Stunden zu Besuch kommst und dann hast du keine Zweifel und dann kann ich dir diese Dinge auch alle beantworten. Das ist eine fürchterliche Frage, die würde in den Rahmen sprengen. Aber das ist ja eine naheliegende Frage. Wenn du ein dann sage ich dir, stopp. Dann sage ich dir, ich komme aus einem anderen Universum. Da hast du nie gehört. Also es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt 28.000 Universum. So genannt wird das mit Omniversum. Okay, davon gehen ja sogar hochseriöse Astrophysiker von aus, dass wir vielleicht eingeschachtelt sind in verschiedene Universen. Ja. Gut, da kommst du aus einem anderen Universum. Wie bist du denn hierher gekommen? Ich bin also, wie gesagt, als Geistwesen hier über ein Raumschiff transportiert worden auf diesen Herrn Siegfried Norra vor 32 Jahren. Und der war vorbereitet, oder sagen wir so, er war der beste vorbereitete Mensch, um quasi diese Erde zu retten. Wo ist denn dieser ehemalige Erdenmensch Siegfried Norra? Der wohnt ganz in deiner Nähe sogar. Aber das bist ja jetzt nicht du. Du hast ja nur den Körper genommen von diesem Menschen. Oder wie verstehe ich das? Ich habe ihn nicht genommen, sondern das war natürlich ein selbstverständliches, wie soll ich sagen, der hat also, nachdem er mich kennengelernt hat, und er war ja selbst vorher schon so vorbereitet in der Richtung. Von wem? Von sich selbst. Er war vorbereitet, dass so etwas passieren würde. Dass ja, er war so intelligent, er hatte 4 ausgelernte Handwerksberufe, er war Computerfachmann. Ja, okay, gut, na schön. Aber dann bist du in diesen Menschen reingefahren, da du ja ein Geist bist. Ja, das waren also Geist, beziehungsweise Geist ist ja wichtiger noch wie ein Körper. Das hat circa 7 Minuten gedauert. Ach, okay, ging mal flott. Nur bei anderen geht es noch schneller, aber die Seele war so groß und mächtig, dass die also 7 Minuten braucht. Jetzt frage ich mich natürlich, was dieses Wesen von diesem fernen, anderen Universum, was willst du hier? Ja, das ist eine gute Frage. Und die möchte ich auch langsam beantworten. Sehr gerne. Um niemanden aufzuregen. Genau. Es geht sich darum, die ganze Welt erlebt jetzt in kürzester Zeit eine riesengroße Wende. Ich hoffe, eine gute. Aber nur eine gute. Oh, das ist gut. Ja, die gesamte Negativität wird hier beseitigt. Ja. Und was bleibt denn übrig? Ein Paradies auf Erden, oder wie? Ganz genau. Ach, guck mal, da freuen wir uns doch alle. Da hören wir mal gute Nachrichten, nicht? ISIS und 1000 Kriege irgendwo. Das habe ich als Kind mir schon ausgedacht, also, dass das so kommt. Ne? Ich habe es als Kind schon telepathisch gehört und so weiter. Also ich habe gar kein anderes Bewusstsein vorher gehabt. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich war ja vorbereitet, als diese Seele kam. Aber ich wusste nicht wirklich, also ich rede immer mal so, aber ich bin ja ich bin ja nur eins, ne? Verstehst du? Oder nicht? Nee, das versteht nicht jeder. Also du bist nochmal um. Ich rede ja aus diesem Körper. Ja, ja, klar. Also, du bist hier, um Gutes auf der Welt zu. Ich habe Verbindung telepathisch die ganze Zeit zu Raumschiffen, zu riesengroßen Mengen. Flotten, riesengroß, ein Raumschiff so groß wie London. Wo sind denn diese Raumschiffe? Die sind alle um unsere Erde herum, sind alle da, sind alle bereit für diese große Wende. Und aber es hat damit zu tun, dass ihr Menschen alle aufwacht. Aber die NASA und ach, hör auf mit die. Gott, die verarschen euch. Naja, aber die müssten das doch sehen, wenn da große Die haben Angst vor uns. Echt? Haben die Angst vor aber euch? Aber sicher. Und unser BND hat euch auch noch nicht... Ach, hör auf, ey. Die lachen wir aus. Bist du denn der einzige Mensch von... Wesen auf Erden von... Ganz viele. Und ganz viele bei dir jetzt, die zuhören, die werden wach. Und alle meine Leute sind schon vorbereitet, weil ich jetzt spreche mit dir. Siegfried Norra. Siegfried Norra mit zweimal IE und D am Ende. Natürlich, ich hab's schon verstanden. Facebook. Natürlich, ja. Wie erkennt man euch denn?
Nein, nicht jeder erkennt uns. Und lieber Domian, ich würde dir so gerne mal die Wahrheit für dich und alles, für deinen Unglauben und für deine, mein Gott, ich habe gerade zugehört. Ich höre dir immer zu eigentlich, aber wenn du mich besuchen kommst, dann hast du keine Zweifel für all deine Leute, auch was die vorhin gesagt haben, alles und so weiter. Ich glaube, wenn ich zu dir komme, brauche ich danach erstmal eine Valium. Nee, die kriegst du hier schon geistig. Du hättest mir viel zu sagen. Vielleicht sagst du es mir jetzt doch mal in so ein paar Stichworten. Ich bin also auf dem Irrweg mit meinem skeptischen Haltung. Ja, aber das können wir nicht am Fernsehen machen. Verstehst du, ich kenne mich mit allem aus. Also wie soll ich sagen, Psyche und was denn, ach Gott. Gibt es denn, das muss ich dich fragen, wo ich nur schon mal so eine Chance habe, mit so jemandem zu reden. Gibt es denn unter den Mächtigen auf der Welt, also Obama, Merkel, Hollande. Lass mich fertig fragen. Die haben doch keine Macht. Lass mich mal zu Ende fragen. Gibt es da einen von euch drunter? Das darf ich nicht sagen. Ja, das klingt aber eventuell ja. Das sollt ihr so glauben, wie ihr das für richtig haltet. Wir schützen uns. Ja. Wir schützen unsere Leute. Wann kommt die große Wende auf der Welt? Je schneller ihr erwacht, je schneller du mit erwachst. Jeder einzelne Mensch ist ein mächtiger Gott, ein unvorstellmächtiger Gott, nur es glaubt keiner. Ja, es kann keiner glauben. Man hat euch ja auch die Kraft genommen. Aber die Menschen verändern sich ja schon seit Tausenden von Jahren nicht. Warum sollten sie sich jetzt... Alles gelogen. Alles, was ihr wisst, ist gelogen. Alles. Aber die Vergangenheit, die wissen wir ja. Wir wissen ja, dass es das... Die hat man euch falsch erzählt. Das ist gelogen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir das Dritte Reich und den Nationalsozialismus und den Kommunismus nicht anzweifeln sollten. Das gab es leider. Und wenn ihr nicht aufpassen würdet oder wenn nicht unsere Brüder kämen und würden euch uns alle retten, dann würde das der Dritte Weltkrieg geben. Warum? Voll zu Gange. Warum, wenn ihr denn so gut seid, warum habt ihr denn sowas wie Hitler und Stalin zugelassen? Das müsste ich dir alles in lange Gespräche führen. Guckt auf der Facebook-Seite. Das ist ja alles. Lieber Siegfried, du bist dann der erste Außerirdische, mit dem ich gesprochen habe. Das ist eine Premiere nach fast 20 Jahren hier. Ich danke dir, dass du angerufen hast und deine Worte klingen jetzt in uns nach und wir hoffen auf die gute Wende auf der Welt. Da verlasst euch drauf. So, danke für deinen Anruf und alles Gute. Bitte schön und tschüss. Lieber Domian. Erreicht hat uns auch Uwe, der ist 35. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Hallo Uwe, um was geht's? Ja. Hallo, erstmal ist ein Wunder, dass ich erst einmal angerufen und schon durchgekommen. Sag bloß, siehst du, hast du Glück. Ja, es geht sich um Folgendes. Also im wahren Leben bin ich Uwe, 35. Ja. Und in der Nacht bin ich Batman. ich verlache dich. Das klingt mir gerade ein bisschen lustig. Ich hole mal ein bisschen aus. Ausholen ist immer schlecht. In der Nacht bist du Batman. Was heißt das konkret? Was bedeutet das, du bist nachts Batman? Ja, also deswegen sagte ich, ich muss mal ein bisschen ausholen, damit man das der eine oder andere vielleicht ein bisschen versteht. Also ich bin unheimlicher Comic-Fan. Ja. Also so Spider-Man, Superman, Batman, die Comics von früher. Ich bin damit ja so ein bisschen groß geworden. Ja, ich habe jetzt wenig so mit Mickey Mouse und so, ne? Ja. Und bin so ein unheimlicher Fan hier von diesen Superhelden und hab dann vor ungefähr 2 Jahren, weil meine Freunde, die wissen, ich bin unheimlicher Fan davon, haben sie mir ein Kostüm geschenkt. So ein billiges Kostüm, ne? So ein taubengrau-blau Batman-Kostüm, so weiß nicht, für 20, 30 Euro so ein Teil. Ja. Und du ziehst das jede Nacht an. Nicht jede Nacht, aber es kommt schon mal vor. Hast du es jetzt gerade auch an? Nein. Ja. Ich habe heute einen freien Tag. Ich ziehe es auf der Arbeit an. Und zwar bin ich, ja, wie soll ich sagen, in so einer Art Beschaffungsmaßnahme. Und ich bin dann abends, nicht so ein, wie soll man das sagen, so eine Art Hausmeister. Das heißt, es sind so 5 Etagen, sind nur Büros, also es sind keine Wohnräume. Ja. Und ich habe den Schlüssel oben auch so zum Dachgeschoss und dann ist es vor 2 Monaten vorgekommen, dass ich das erste Mal aus Jux das angezogen hatte. Während der Arbeit, nachts? Nee, ich hatte das mitgenommen und während der Arbeit. Ja.
Und ja, es ist schon so vorgekommen, also vor 2 Monaten hat es angefangen, in der Woche, es kommt vielleicht 1-2 Mal vor, dass ich dann mich einmal umkleide, weil wie gesagt, in der Nacht ist natürlich sehr ruhig da, ich bin alleine. Und was ist da vorgekommen? Ja, ich sitze dann oben und beobachte die Leute. Also als Batman? Als Batman. Das ich weiß, ich kann nie Batman sein, ne? Also es ist eine Fantasiefigur. Wer weiß, so, wer weiß. Nein, ne? Aber das finde ich schon lustig. Also du sitzt dann in deinem Hausmeisterjob in diesem Büroraum. Ja. Und in der Montur, in der Kleidung von Batman. Richtig. Guckst so, dass da alles beim Rechten bleibt und über die Stadt. Ja, man muss sich das so vorstellen. Also so, gerade wenn ich manchmal am Wochenende so ein bisschen Dienst habe, ist natürlich unten so eine kleine Bar, so ein kleines Bistro. Ja. Und dann sind da natürlich Leute. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt wünsche, es wird jetzt was passieren, aber es kribbelt in mir, einmal irgendwie was zu beobachten, dass ich einmal in Erscheinung treten kann. Und als Batman. Das war's. Als Batman. Ja. Dass die Leute sagen, wer war das? Aber dass ich doch irgendwie was Positives irgendwie... Was fasziniert dich denn so an dieser Comic-Gestalt? Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Also ich meine, hätte ich ein Spider-Man-Kostüm bekommen, wäre ich Spider-Man gewesen. Ne? Es war jetzt ein Zufall, dass es ein Batman-Kostüm war. Aber es ist so, das sind so die Gestalten, die vielleicht im wahren Leben einen ganz normalen Job nachgeben, aber doch in der Nacht... doch irgendwas für die Gemeinschaft tun oder dass sie doch irgendwie ein dunkles Geheimnis haben. Mhm. Also es kribbelt. Wenn ich dann oben sitze, jetzt wird es natürlich kälter, ne? Ja. Da habe ich noch eine Jacke drüber, aber... Ach, du sitzt dann draußen auf dem Dach, oder wie? Ich sitze ganz oben. Ja, ganz ja, oben auf dem Dach von dem... Nee, durchs Fenster gucke ich nicht, weil... Ich stelle es mir jetzt mal so vor, gehen wir jetzt mal von aus, ich sagte vorhin deinem Kollege, ich wünsche jetzt keinem was Schlechtes, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es sind Leute auf der Straße und da wird, weiß ich, ein bisschen rumgepöbelt, Dass ich dann vielleicht mal so in Erscheinung treten kann und von oben rum runterrufen kann, weil natürlich 5 Stockwerke runterspringen oder runterrennen geht natürlich nicht. Du solltest vielleicht mal eben kurz für die Leute, die sich mit Batman und diesen ganzen Sachen nicht so auskennen, die Charaktereigenschaft von Batman oder erklären, was ihn ausmacht. Ja, wie soll ich das am besten erklären? Also Batman, so wie die ganzen anderen Superhelden, die stehen natürlich fürs Gute. Ne? Die bekämpfen das Böse und Batman ist natürlich derjenige, der in der Nacht praktisch als, ja, sag ich jetzt mal, Fledermaus verkleidet. Der fliegen kann? Der durch die Luft fliegen kann? Ja, er fährt mehr mit dem Auto. Ne? Also mit dem Auto? So, genau. Ja. Hinterher sein Freund, den Robin, also... das ist ein bisschen lustig, du bist 35 Jahre alt. Wenn jetzt so, weiß ich, wenn man so mit 16 oder 14 so eine Fantasie hat, dann wäre es ja vielleicht noch verständlich, aber so mit 35. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte mich letztens noch mit meinem Nachbarn unterhalten. Das ist der Einzige, der es weiß, weil wir kennen uns seit Kindheit an. Und er hat gesagt, du bist total schräg, du bist total durchgeknallt. Und du musst mal bei Domian anrufen. Ja, und dann habe ich das heute mal gemacht. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier nicht im Leben stehe oder so. Ne? Ja. Also ich sagte vorhin schon, ich hatte vor 2 Jahren mal eine Beziehung, die hielt nur ein halbes Jahr. Und mein Nachbar sagte auch, Junge, weißt du was, such dir eine Freundin. Eine Freundin, ja. Eine Freundin hast du im Moment nicht. Nee, aber nee. Nee, hab ich nicht. Nee, das klappt bei mir nicht. Aber Domian, soll ich dir was sagen? Ich sag mal so, es ist langweilig da auf der Arbeit. Deswegen. Ja. Hab ich gedacht, an dem einen Tag zieh's mal an und läuft mal so da rum. Finde ich völlig in Ordnung. Mich haut hier sowieso nichts um. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, das ist aber, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, auch eine ganz interessante Anruferin, die nachts immer zur Katze wurde. Die zog dann, ja, du, so wie du dein Batman-Kostüm zog sie ein Katzenkostüm an und ging. Schlich auch auf allen Vieren dann durch ihren Garten, ging auch an den Fressnapf der Katze und hat dann ihr Essen daraus gegessen. So extrem sind ja nicht. Ne? Nee, bei ihr ist das ja eher mehr Spaß so. Und, klar. Bei ihr war das mehr eine tiefe Leidenschaft. Ja, was heißt Spaß? Also ich sag mal so, wenn du mich siehst, ich bin jetzt keiner, vor dem eine Angst haben könnte. Ne? Ja. Also ich, sagen wir mal jetzt so, ich bin jetzt nicht hier so muskulös oder so riesengroß. Also es ist doch schon so, dass ich... Das ist dieser Kribbel. Ne? Ich finde das nur aus... Jetzt könnte was passieren und jetzt... Ich finde das extrem lustig, dir vorstellen, wenn irgendjemand
in der Nachbarschaft mit einem Fernrohr dich da oben beobachtet auf dem Dach. Dann bin ich den Job los. Und dich sieht dann in dem Batman-Kostüm, dann ruft er gleich die Polizei an. Oder ja, DSG-9 oder so. Natürlich. Ja, ja. Also, ein kleiner Spaß, der absolut in Ordnung ist und für dich auch so ein bisschen Zeitvertreib ist, so habe ich das verstanden. So eine Fantasie, einfach so eine kleine Träumerei ist. Ja, eine kleine Träumerei. Ne? Ein bisschen den Alltag ein bisschen aufpeppen. Genau. Ne? So aber jetzt, heute hast du keinen Dienst. Nee, heute habe ich keinen Dienst. Genau. Nee, morgen muss ich wieder ran. Dann wird morgen das Batman-Kostüm wieder angezogen. Und verkühl dich nicht, es ist kühl draußen. Ich wollte eigentlich für das Wochenende aufbewahren. Also ich möchte jetzt nicht, dass ich jeden Tag da rumlaufe. Okay, dann das Schöne soll man sich aufbewahren, du hast recht. Genau. Uwe, hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Ging es mir auch so. Ja, danke. Tschüss, ciao. Auch. Hier ist Lydia. Lydia ist 73. Hallo Lydia. Hallo Lydia. Hallo Domia. Ich freue mich, dass du da bist zu unserem Thema Es geschah im Wald. Ja, es geschah im Wald. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, auf dem Friedhof in Dünnwald. Ja. Und da habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der auch Witwer war. Mhm. Und der frug mich, ob ich noch Zeit hätte, mit ihm ein bisschen da anschließend im Wald zu spazieren gehen. Oh. Und da habe ich gedacht, naja, der ältere Mann, der kann da nichts tun und so, ne? Tun der Gefallen, die freuen sich, wenn sie sich mit jemandem mal unterhalten und so, ne? Ja, da sind wir ein Stück da durch den Wald gegangen, hatte meine Hand gehalten. Auf einmal sagte er zu mir, er riecht gerne Fläumchen, Muschis. Da ging er aber zur Sache. Ja, und da habe ich gesagt, wie Muschis, wie meinen Sie das denn? Ja, unten würde er gern französische Frauen beglücken. Da bist du doch aus allen Wolken gefallen, oder? Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also ich war 25 Jahre verheiratet und mein Mann hat sowas nie gemacht, nie. Ja, und auch nie gesagt? Nein. Der stand nur immer auf Bumsen. Bumsen, bis er oben runterfällt. So, und jetzt gehst du mit einem wildfremden Mann in den Wald und der sagt sofort sowas Schweinisches. Ja, das war ja am Tag, war ja nicht in der Nacht, war Nachmittag gewesen. Wie ging es dann weiter? Und auf einmal, habe ich gedacht, habe ich meine Hose ausgezogen und habe mir die unter der Arme geklemmt. Da sind wir so einen schmalen Pfad gegangen. Ja. Und da habe ich mich an einen Baum gestellt und er hat sich vor mir gekniet. Sag bloß. Und da ging er zur Sache. Nein. Mann. Das war ein Gefühl, Domian. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, ich kriege Gehirnstaufe. So was Schönes habe ich noch nie erlebt. Ich hatte einen Orgasmus, der hätte länger anhalten müssen. Also du warst mit einem richtigen Fachmann da unterwegs. Ach, das war der richtige Fachmann, das kann ich dir sagen. So was habe ich noch nie erlebt. Sag mir doch mal genau, wie alt du da warst. Ja, wie alt war ich da? Mein Mann ist 84 gestorben und ich bin 40 geboren und das war ein Jahr so danach. Ja. Ja, da 85. Ja, ich bin 40 geboren. Dann warst du 45, 46, so. Ja. Da hatte ich schon ein ganzes Jahr nichts mehr gehabt, ne? Und wie ging es dann weiter? Ja, dann haben wir uns nochmal getroffen. Um Friedhof. Und warum immer auf dem Friedhof? Wir hätten ja gleich im Wald gehen können. Ja, wir mussten ja unsere Gräber pflegen. Ach so, verstehe. Er seine Frau, ich meinen Mann. Natürlich. Frische Blumen und so weiter und so fort, ne? Ja, und anschließend sind wir dann immer da, direkt in Dünnwald. Da ist ja direkt grenzt da dran, so ein schöner Wald. Und da sind wir in der Wald wieder gegangen. Einige Mal. Ich hatte Schiss gehabt. Ich habe gedacht, wenn jetzt der Förster gut und schieß und Zehnte hinten rein, da wäre was gewesen. Aber ich habe das so genossen, und die war Augen zugemacht. Und einmal haben wir es im Auto gemacht. Ja. Und einmal war er bei mir zu Hause. Mhm. Aber das wollte ich nicht, weil ich noch einen schulpflichtigen Jungen hatte. Da hatte ich immer Angst gehabt, naja, gut, der Junge nach Hause. Ja. Also am schönsten war es im Wald. Und da war am schönsten war das im Wald. Aber es war immer nur, dass er es oral gemacht hat, ne? Das erste Mal. Das erste Mal. So was Herrliches. Und der sagte noch zum Schluss, sagt er, wenn es kommt, dann sagst du Bescheid. Ich habe nur die Augen zugemacht und genossen. Ich denke, was will der jetzt? Da habe ich gedacht, der beißt mir mein Kitzel ab. So geil war der gewesen. Der war so geil da drauf gewesen. Und er sagte zu mir, er ist glücklich, wenn
gerne Frauen auf diese Art und Weise beglücken. Also der wollte dann gar nicht mit dir schlafen danach? Nein. Das war immer mit dem der Mund? Der war auch vollkommen angezogen, der hat einen Anzug an. Und, ich brauchte auch bei ihm nichts zu machen, gar nichts. Ich meine, du konntest dich wunderbar bedienen lassen. Ja. Also, herrlich. Das war mal herrlich. Wie lange hielt denn dieser Kontakt dann an? Ja, das war ungefähr zwei, drei Monate, dann ist er gestorben. Ach. Ich habe ja das Grab von seiner Frau gesehen. Ja. Wir sind ja dann über dem Friedhof immer spazieren gegangen, haben uns unterhalten. Hör mal, das ist aber ein Unglück, dass der dann nun gerade auch dann auch gestorben ist. Ja, der war viel, viel älter wie ich gewesen. Bist du denn dann an sein Grab aber auch ab und zu gegangen? Ja, bin ich auch gegangen. Aber ich habe immer gedacht, vielleicht guckt die Zunge noch darauf. Aber das war nicht der Fall gewesen. Ich spreche übrigens gerade mit Lydia, falls es so interessiert, 73 Jahre alt. Ich sag, ja, ist doch was Herrliches, du bist ja, wenn man einen Orgasmus hat. Ne? Es gibt doch nichts Schöneres, wenn man nichts anderes auf der Welt hat. Natürlich. Ist das herrlich. Natürlich. Wie sieht es denn heute bei dir aus mit dem Orgasmus? Ja, heute. Es ist ruhig geworden. Ich habe keinen Mann mehr, schon lange nicht mehr. Vielleicht solltest du mal auf dem Friedhof wieder spazieren gehen. Ja, vielleicht lernt man wieder einen kennen. Man vielleicht weiß lernt es man nicht. Ja Witwer kennen. Ne? Genau, und vielleicht ist dann auch wieder in der Nähe ein Wald und manchmal wiederholen Dinge sich ja. Ja, das kann ja möglich sein. Das ist ein toller Tipp von dir. So. Das werde ich befolgen. So, und wenn dann könntest du ja nochmal anrufen und uns die Geschichte weitererzählen. Ja, es geschah im Wald. Es geschah im Wald. Das nee, das war wirklich herrlich gewesen. Also so ein Gefühl habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe jetzt wirklich rausgehört bei dir, dass du mit diesem Mann durch diese Art der Sexualität einen Orgasmus erlebt hast, den du vorher nicht erlebt hast. Nee. Das ist toll. Nee, das war toll. Ja, das ist wirklich toll. Was denkst du, der ging von der Zehe bis hoch in den Kopf rein. Also ich habe gedacht, ich kriege eine Hirnstaufe. Du warst ja ehrlich, sowas Herrliches. Du warst ganz von Sinn. Ich war ganz vom Sinn, ich war ganz weggetreten. Stell dir mal vor, da wäre ein Spaziergänger vorbeigekommen. Ja, das war ja so ein ganz schmaler Pfad. Das wäre mir egal gewesen, ich habe die Augen zugemacht. Ich war ja auch nicht ausgezogen, ich hatte ja nur einen Rock an, den habe ich hochgehoben. Ne? Ja. Und hör mal, der nächste Tag, ne? Ja. Da hatte ich auf einmal in der Waden einen Krampf, so eine Art Muskelkater gehabt. Da war ich am Überlegen, woher hast du das? Das hatte ich von dem strammen Stehen. Natürlich. Ich hatte doch Pumps an, ja. Ja, klar. Wenn man so steht da am Baum. Wie lange hast du denn am Baum gestanden? Oh, das war nicht lange. Naja, aber immerhin, du warst schon angestrengt da. Ja, das war schon Spannung, ne? Ja. Ja, aber das war herrlich. Also ich würde es jedem mal empfehlen, in der freien Natur und an der frischen Luft. Ja, aber es hat ja nicht jeder so ein Glück, dann auch so einen tollen Liebhaber zu haben, ne? Oder ja, zu finden. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die meisten machen das nicht, glaube ich nicht. Ne? Glaube ich auch nicht so. Lydia, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Wir können uns gerne mal zu einem anderen Thema nochmal unterhalten. Ja, also, ich gucke immer deine Sendung. Das freut immer mich interessante total. Sachen. Ja, ich danke dir. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.